Irgendwo im Wälder liegt die Tassel 3 und irgendwo darauf wohnt ihr Lebrador. Von Beruf Plattenschmirgler, alleinstehend und in letzter Zeit gar nicht so zufrieden. Schuld und Nichtschuld ist ein Karpade. Ein Wesen, das aus dem Nichts aufgetaucht ist und einfach zu freundlich ist. Beide arbeiten an Etage 5, einem Nachfolgeplaneten von Etage 1 bis 4. Früher hat er mit einem anderen Kollegen zusammengearbeitet, früher, als auch noch seine Familie da war und das Ameisentheater noch ging. Früher, früher, früher. El Labrador will daran nicht mehr denken, macht sich auf in die Stadt, sich abzulenken und den fehlenden Theaterkonsum mit etwas Flip-Soße zu kompensieren. Per Gedankenmodul hat er Visum für die Stadt beantragt. Ganze 4 Stunden gewährt man und das wird reichen, um sich zum Rande des Wahnsinns zu saufen. Hier lenkt er sich dann damit ab, nicht ganz in die Verrücktheit abzudriften und so muss er dann nicht mehr an all sein fehlendes Glück denken. Er wird demnächst doch Etage 1 und das Café dort besuchen. Da steht dieser Apparat, mit dem er sich seine Familie und seinen Kollegen für immer aus dem Gehirn löschen kann. Eigentlich wird für diese Information nur die Verbindung zu Fort Mix gekappt, aber das wird dem Besitzer nicht auf die Nase gebunden. Ansonsten könnte ja hinter den Trick kommen und auch so eine Maschine bauen. Die schwebenden Straßen hängen über den Wohnbezirken des Stadtkerns und sie schweben nicht nur, sie schaukeln auch. Das spart für die Besucher an Flipsoße, weil sich schnell ein Gedrungensgefühl einstellt und für die Armasilien an die treuen Schnudelbahn. Hier kommen Kinder, Jugendliche, Erwachsene an den Tankstellen, um sich mal richtig durchzuschütteln. Und am Abend oder danach treiben sich die Menschen rum und die 1-1 wollen vergessen saufen. Vor 250 Jahren haben sich die Anwohner neben den Straßen über die Fäkalien und das 3 Wochen beschwert, dass ich all die gemischt wie ein Film über die Häuser übergeleitet legte. Gott sei Dank ist das Puderzucker von gestern. Puderzucker gestern war gut, war gut, war gut. Heute leben inzwischen rum und sie ablaufen sowieso. 18 Jahre, das glaube ich Ihnen Sie legen sich in die Version und sagen, außer von das Filter zu tun. Abgenutzt und gewöhnlich wurden die Sender angefühlen, ein Jacken gibt es auch nicht mehr. Nur Rio muss man hier in einem Wolfer Äpfel und sie fühlt und schnappt 50 Euro irgendwann aus, ich kass das. Nur kein Lose dabei, verschluckt ist eine 7 Euro. Natürlich ist der Schmiger genau unser Kleiner, der wird dann nicht in der Zone. Darauf steht 10 Jahre im Sohn. Auch der ausgebildete Trainer, weil niemand seine Gläder abschneiden trinken kann. Es geht. Es gibt da dieses Zeug, das über Bergbottin spielt. Alles durch Schickerei, ist bedoppt, Glas von dem Fennibel. Nein, das wird jetzt noch scheiß ankommen. Das ist doch schon ganz schwierig. Aber man geht ja nur einmal am Tag ringen. Und außerdem hat man dafür immer eine Geldeskette locker. El Labrador hat außerdem eine Lücke im Finanzimperium gefunden. Sein Lohn, seine Abzüge und alles Restliche wird auf eine Diskette gespeichert. Sie ist nicht übertragbar und fälschungssicher. Letzteres stimmt aber nicht ganz. Mit dem Großcomputer, der auch an Etage 5 arbeitet, geht das ganz leicht. Der überschreibt gerne mal 50 Minusglocken in 5 Millionen Plusglocken. Er will dafür nur einen Flash-Rauben-Flash programmiert haben. Das kann El Labrador und so funktioniert das alles ganz gut. Nur erwischen lassen darf er sich dann nicht, denn das würde ja bös enden. Ja, das wird bös enden. Vor den Lokalen wackeln freizügige Hologramme mit ihren virtuellen Geschlechtsmerkmalen. Ein jakanischer Indianer wirft immer wieder ein Beil in die Luft und fängt es mit einem gelenkeinhabenden Hoden auf. Das gehört dazu und der Schmögler ist froh, dass die Schauspiel bei ihm nicht auf eine geöffnete Hose trifft. Hier kann man die größten Brustwarzen des Universums sehen und in irgendwelchen Hinterzimmern soll es sogar echtes Fleisch geben. Ein Normalsterblicher hat sich aber mit Illusionen zu begnügen. Zwar eine reichlich füllbare Illusion, die alles schon niemals lohnt, aber... klar, er muss wieder seine Erinnerung verdrängen. Riesig muss er sein. Er schiebt dieses kleine Stissahnung hier. Er öffnet sich und schaut Schloch im Mund. Der ist wirklich ein Weihnachtsschwarm, der vorhin sehr lange spielt, aber er ist ja auch nicht so viel zusammengehalten. Durch so eine ganze Umgehung kann er sich nicht ganz erkennen. Nur schemenhaft erkennt er, dass es sich langsam nichts auszieht, sondern sie sich langsam auszieht und mit lautem Gegrunze ihren Topf auf das Tanzparkett aufschlagen lässt. Es ist eine Rinderdame! Die sind jetzt ganz neu im Kommen, weil sie halt ganz neu im Kommen sind. Normale Orgasmen werden ja aufgebaut und verpuffen sich dann. Rinderdamen-Orgasmen sind aber immer zu da. Sie kommen auch ohne sexuellen Kontakt und wenn sie kommen, donnern sie mit ihrem Kopf gegen alles, was sich in der Reichweite befindet. Es soll Masochisten geben, die darauf stehen. So geht das eine halbe Stunde. Nachdem sie sich ihren Kopf an einem Schwammstuhl abgewischt hat, setzt sie sich genau neben den Schmögler. Hallo, Kleiner. Lassiv klimpern ihre Augenbrauen vom Horn bis zu ihrem behaarten Kinn.
Lust auf ein wenig Lust. Dann erschaudert sie merklich und schlägt mit ihrem Kopf den Tischautomaten entzwei. Schon wiedergekommen, säuselt sie peinlich berührt. Heute nicht, denkt sich ihr Labrador, zieht noch einmal aus dem Schlauch eine gehörige Portion Flipsoße und verlässt den Laden. Das Einzige, was er jetzt braucht, ist Ruhe. Die Lichter erschlagen ihn fast. Überall surren Minileinwandtragende Fliegen umher, die sich zu großen Werbungen verbinden und ständig hypnotisierend surren. Manche Häuser locken selbst um Kunden. Geschickte Technik lässt sie sprechen. Fenster sind Augen und Türe sind Münder. Das letzte Mal war er vor 2 Wochen hier. Damals war noch alles ganz anders. Es steht kein bekanntes Haus mehr. Ist ja auch klar. Durch das Schwingen und Schlingern haben die Läden hier keine große Überlebensdauer und krachen ohne Vorwarnung einfach von der Straße nach unten ins Stadtzentrum. Dagegen haben die Anwohner dort nichts. Die Hausreste kann man nämlich herrlich zum weiteren Anbau nutzen und außerdem zahlt ja die Versicherung recht gut. Vor dem nächsten Lokal hocken Raupen. Die haben nichts mit den Flashraupen zu tun und machen auch gar nicht. Hi, es sind außerirdische Besucher, die nur hier auf dieser Straße erlaubt sind. Die Abfallläuse sind darauf programmiert, sofort den interstellaren Sicherheitsdienst zu informieren, wenn eine dieser Raupen von der Straße in die Stadt fällt oder fallen will. Sie sind wahre Wunderhändler. Alles, was man will, verkaufen sie. Eigentlich sind sie 1000 Händler, heißt, sie haben 1000 Hände und an jeder Hand baumelt eine Einkaufstüte mit den erlesensten Dingen. Man kann hier all das erstehen, was man nicht besitzen darf, und das wird genutzt. Auch der Schmiergler hat da Interesse an einer ganz bestimmten Sache. Schnell schlüpft er aus seinen Kleidungsutensilien, so zeigt er, dass er keine Mini-Polizisten bei sich trägt, schüttelt sich am ganzen Körper und tritt dann an die imaginäre Theke. Mit einer Händlerraupe zu sprechen und zu verhandeln bedarf einer eigenen, sehr speziellen Sprache. Mithilfe von Berührung an all den Händen und mehreren Augenzwinkern gibt man zu verstehen, was man denn will, und genauso verhandelt man dann um den Preis. 241 Mal tätschelt er der Raupe an der 454. Hand, zwinkert rechts 4-mal und links 1,5-mal. Der Fall ist klar, die Raupe grinst. El Labrador will einen Edelplatin-5-Phasen-Schocker. Eine der gefährlichsten Waffen des ganzen Universums, die er sich in seinen Gleiter einbauen will. So wird er allen Stauenden den Garaus machen. Man muss verstehen, er hat schon viel Flipsoße getrunken und ist nicht mehr Herr seiner Sinne. Von solchen leichten Kunden leben die Händler. Und natürlich befindet sich in Einkaufstüte 815 gewünschter Artikel. Die Übergabe verläuft blitzschnell und der Preis braucht nicht weiter verhandelt werden. El Labrador hat gleich gesagt, dass es ihm Schnurzpiepe sei. Und dann hat er seine des Maules Riesensektschoben an Raubraum registriert, kommen zu später sitzt Kleider Bar altmodisch aus Schädel Pauschenaffe Schocker Begreifer Lexikon Loch junge Kindersoldaten Denktüten Pauschenaffe Apfelgerät Pauschenaffe Apfelgerät Pauschenaffe Apfelgerät Pauschenaffe Apfelgerät Schädel Apfelgerät Pauschenaffe Schädel Apfelgerät Pauschenaffe Apfelgerät Schädel Schädel Pauschenaffe Apfelgerät Apfelgerät Schädel Pauschenaffe Aschen Poschen Hipper Bursch. Als der Schmirgler bejaht, bekommt er einen Drink umsonst zugefüllt. Diesmal keine Flipsoße, sondern Atalan-Tee. Ein widerliches Getränk, das direkt aufs Drüsengeflecht drückt. Das macht ganz betattert und man weiß nicht mehr, wo hinten und noch vorne ist. Bevor er den Laden verlässt, lässt er sich eine Dosis Zurechnungsfähigkeit spritzen. Die soll nur so lange wirken, bis er an den Händlerraupen vorbei ist. So wie er sich kennt, würde er sonst noch mehr kaufen und dabei weiß er gar nicht, wohin mit all den Sachen. Schon allein die Pyramide aus Fell, Krokodilfell, die er gekauft hat, nimmt mehr Platz ein, als er hat. Vielleicht stellt er sie für eine halbe Stunde in die Verkleinerungs- oder sein Haus in den Vergrößerungsstrahl. Das muss er dann noch sehen. In der nächsten Lokalität ist die Benommenheit auch auf einmal.